Axels Videostudio präsentiert. Ja, bevor es losgeht mit den Kata-Wettbewerben, gibt es noch eine Besprechung mit den Coaches und Betreuern und Trainern, die Roland Lobinger abhält, der Bundeskampfrichterreferent. Ja, nachdem alles geklärt ist mit den Coaches und so weiter, dann kann die Meisterschaft beginnen. Five, four, three, two, one. Ladies and Gentlemen. Der DKV präsentiert die Deutschen Meisterschaften 2022 in Ludwigsburg. So, und hier sind die ersten Athleten des heutigen Tages bei der Deutschen Meisterschaft in Ludwigsburg. Und die erste seit langem mit wirklich Publikum. Herzlichen Dank, schön, dass ihr da seid. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zur Deutschen Meisterschaft in Ludwigsburg in dieser wunderbaren Rundsporthalle. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, wir haben faire Wettkämpfe, so gut wie keine Verletzungen, das hoffe ich. Und da das ja ein wichtiges Datum heute ist, ist auch der Präsident des Karateverbandes Baden-Württemberg da. Ich übergebe das Mikrofon an Dr. Sigi Wolf. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen, vielen Dank. Also ich möchte mich bei den Sportlern hier hier auf der Deutschen Meisterschaft recht herzlich bedanken, dass ihr heute bei dem schrecklichen Wetter den Weg hierher gefunden habt. Ich möchte mich auch bei den Kampfrichtern bedanken, dass sie heute alle hier sind. Und ich bin stolz als Präsident vom Karateverband Baden-Württemberg, dass wir hier die Deutschen Meisterschaften heute ausrichten dürfen. Ein ganz besonderer Dank gilt auch an das Team von MTV unter der Leitung von Köksal Şakir. Und ich darf nun das Mikrofon an den Präsident des Deutschen Karateverbandes weitergeben, der die Begrüßung hier vornehmen darf. Hallo zusammen. Wir sind nicht so früh aufgestanden, um uns Reden anzuhören. Irgendjemand hat mir mal gesagt, wenn du morgens wach willst, halt die Klappe. Nichtsdestotrotz, ich freue mich extrem, das erste Mal bei euch dabei sein zu dürfen. Toll, dass wir das wieder machen können, auch in schwierigen Zeiten einen Tag der Normalität einkehren zu lassen. Sport gehört dazu. Und danke nochmal an
alle die fleißigen Hände, die auch hinter den Kulissen tätig waren. Danke an euch allen, die mitwirken. Ohne euch wäre das gar nicht möglich, diese Veranstaltung hier durchzuführen. Euch Sportlern wünsche ich alles Gute. Lebt euren Traum. Das Bewusstsein, alles gegeben zu haben an diesem Tag, sollte sowohl auf der einen oder anderen Seite das sein, was euch antreibt und auch den nächsten Tag motiviert, wieder aufzustehen und weiterzudrehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen unheimlich viel Glück und habt viel Spaß an diesem heutigen Tag. Herzlichen Dank. Vielen Dank dem Präsidenten des DKV, Wolfgang Dunnekamp, und auch Dr. Sigi Wolf, dem Präsidenten des Karateverbandes Baden-Württemberg. Ja, ich wünsche euch allen einen tollen Tag und auch das Publikum. Lasst euch einfach immer merken, dass ihr da seid, weil das ist für alle Sportler jetzt wieder ungewohnt. Wir hatten ganz viele Wettkämpfe, wo das nicht möglich war. Es ist schön, dass ihr da seid. Macht euch bemerkbar. Und jetzt noch darf ich Roland Lohwinger um den Gruß bitten. Aufstellen der Männer, Vorrunde auf Kampffläche 4. Für Tatami 3, Jan Niklas von Minden. Auf Kampfrechnung 3, Jan Niklas von Minden.
Für alle Damen, die nicht in der zweiten Runde sind, bitte auf die Tribüne. Wir haben sonst einen Platz vor dir. Bitte alle Damen, die nicht in der zweiten Runde sind, da, bitte auf die Tribüne. Danke. Thank you.
Danke. Go! Sechs, 7,6, 8,2.
2, 7,0, 7,8, 7,6. Wow, der letzte Vorkämpfe auf der Kampffläche 4. Okay.
zweite Runde auf der Kampffläche 4. Athlet. 8,0. 8,8. 8,4. 8,6. 8,6. Thank you.
7,8, 7,6, 7,6, 7,6, 7,8. Thank you.
8,2. 8,2. 8,0. 7,8.
7,8. 8,2. 8,0. 8,0. 8,2. Die Kata-Athleten kämpfen jetzt um den Einzug ins Finale. Jochen?
7,0, 7,8, 8,2, 8,2, 8,4. Ah!
8, 8,2, 9,2, 9,2, 8,8. Ja, Taloge Morris von Berlin, der um den ersten Platz kämpfen. Elias Morgunner und Grim Lukas um den dritten Platz. Die nächste Runde. Taloge Morris, weiter geht's.